Burger and the Pretty Boys. Die Band aus Bayern gibt ihre Premiere in einem kleinen siebenbürgischen Szenecafé. Der musikbegeisterte Besitzer hat eingeladen. Doch es ist nicht mehr die ganze Band, die hier für den Soundcheck aufbaut. Unser Schlagzeuger, der ist wohl gestern Nacht, wir wissen nur noch nicht genau, wie es passiert ist, mit dem Kopf irgendwo dran gerannt und kam dann blutüberströmt zurück und so. Wir haben keine Ahnung, wo er war. Der musste nochmal zum Pinkeln oder so. Ja, und er musste ins Krankenhaus fahren die ganze Nacht und die haben dann genäht und so. Gott sei Dank haben wir ja eins gefunden und so. Und ja, jetzt ist ihm einfach noch schwindelig und wir können ihm das jetzt nicht zumuten, dass er quasi hier steht. Jetzt müssen wir ohne Schlagzeug spielen, was natürlich schon wahnsinnig ungünstig ist. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir heute überhaupt machen können. Nur gut, dass sich die Pretty Boys den Luxus von Schlagzeug und Percussion erlauben und recht spontan sind. Da kann auch mal der eine die Arbeit des anderen übernehmen, ohne dass gleich das ganze Konzert gefährdet ist. Helmut Sinz am Akkordeon mit Soloauftritt. Musette heißt das Stück, das nur entfernt an einen Walzer erinnert und ansonsten gekonnt mit diversen Brüchen spielt. Rumänen, Ungarn und Siebenbürger Sachsen sind hier Stammgäste. Ein Vielvölkergemisch, das sich sofort für die Musik der verrückten Deutschen begeistert. Die Pretty Boys bezaubern mit einer Leichtigkeit des Seins. Eine Eigenschaft, die auch hilft, Unbequemes auf so einer Tour positiv zu sehen. Am nächsten Morgen. Unterbringung mit fließend Wasser, könnte man das nennen. Pingelig ist aber niemand. Dafür improvisieren sie selbst so gerne. Ein Matratzenlager in einer Schutzhütte, traumhaft gelegen in einem Felsmassiv. Nur etwas dunkel nachts und das kann auf dem Weg zur Toilette zum Verhängnis werden. Auf sehr unglückliche Weise ist der Schlagzeuger in einen Graben gestürzt und lag da wohl eine Zeit lang recht benommen. Markus, wie geht's dir jetzt? Besser als gestern. Also es ist ein bisschen, ja, es kommt gerade so ein bisschen alles wieder hoch, ein bisschen wie so ein Muskelkater irgendwie, ein bisschen Rückenschmerzen, aber es wird. Geht's bergauf. Bei Hermann zu Hause, da sind die Bären los. Bei Hermann zu Hause, die Stimmung ist famos. Leicht machen sie es den Zuhörern nicht. Das atonal schräge, fast falsch klingende, gehört genauso zum typischen Sound der Pretty Boys wie die dadaistischen Textpassagen oder die kleinen Seitenhiebe auf den Jazz. Thank you.
zu Hause heißt das Stück. Es ist genau strukturiert und gibt doch auch Raum für Improvisation. Zum Beispiel für die surrealistischen Einfälle von Roland Bisswurm. Ja, ja, so sang die Nachtigall, ja, ja. Hermann träumte des Frühmorgens im Taue von einer Nachtigall und sie sang so schön in Hermannstadt, gleich oben auf dem Hügel. Da schallte es von unten herauf. Und drum sang die Nachtigall. Die Musik der Pretty Boys ist wie ein Genussmittel, das beim Erstkontakt noch Befremden auslöst, bei wiederholter Einnahme aber abhängig macht. Und irgendwie ist das auch ein bisschen so mit Rumänien. Bevor es weitergeht, haben die Musiker noch kurz Zeit für einen Spaziergang durch Klausenburg. Diese Straße nennt man so, also populär, nicht offiziell, in Klausenburg die Spiegelstraße. Ja, so, weil die Häuser gleich ausschauen, oder? Jawohl, ja, ja, ja. Hey, schau dir gleich aus. Hast du gespickt? Hast du gespickt? Na, ich bin aufmerksam. Die ersten Deutschen kamen Mitte des 12. Jahrhunderts nach Siebenbürgen. Das friedliche Zusammenleben mit den Rumänen wurde in den Weltkriegen zerstört. Rumäniendeutsche traten der SS bei oder wurden von den Nazis zwangsrekrutiert. 1944 verschleppte die Sowjetunion viele Deutsche oder sie flohen, so wie Norberts Oma. Von einst 700.000 leben heute nur noch etwa 60.000 Deutsche in Rumänien. Musiker hören anders. Die Pretty Boys filtern auch aus Straßenlärmmusik. Die Reise geht weiter. Auf schlechten Straßen dauert zwar alles doppelt so lang wie daheim, doch dafür gibt's auch mehr zu sehen und zu filmen. Scheiße, das hab ich nicht drauf. Und das Schaukeln des Wagens hat ja auch was Gutes. Norbert hat ein Experiment vor. Er hat ein Treffen mit einheimischen Musikern arrangiert. Robert ist aufgewacht und etwas skeptisch. Wenn Bläser auf Streicher treffen, glaube ich, dass da, das kann gut wieder gehen, muss aber mal nicht. Wieder schauen, ob da Mentalitätsunterschiede da sind oder nicht. Das werden wir jetzt aber gleich ich glaube, die sind gar nicht so da, weil das ein ganz spezieller Fall wird jetzt, denke ich.